Recording in progress. Einen wunderschönen guten Tag. Bernhard, grüß dich. Guten Tag, Michael. Schön, dich mal wieder im Gespräch zu haben. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, aber jetzt spricht der Aufzeichnung. Haben wir. Was macht dein Leben nach der Volition? Es reinigt sich. Ja. Genau. Ist Ja, vor der ich. Volition, wie heißt es? Nach der Volition ist vor der Ganz Volition. genau, da hast du einen schönen Satz gesagt und ich darf ja sagen, das Gemeinschaftsprojekt W14 und Blog M und Akademie für Bewusstseinsmedizin ist, denke ich, ein sehr, sehr schöner Erfolg gewesen und aus dieser Geschichte heraus ja, planen wir schon die nächste am 14.07. in Österreich und das Datum ist den meisten schon geläufig und bekannt. Alle Infos werden wir demnächst auf dem Kanal und auch auf YouTube, übrigens, der auch neu eröffnet wurde, dann rausgeben. Ich trinke viel Wasser. Das ist. Michael, ich mache ja zurzeit Impulse, jeden Tag einen auf meiner Homepage. Heute war bitteres Wasser oder süßes Wasser trinken. Was trinkst du? Lichtquelle. Mit Gut. Werbung gemacht. Das Wasser entscheidet selbst, ob es bitter oder süß ist. Bitteres Wasser. Wasser ist ja unsere Welt hier, unsere Materie hier, unsere Raumzeitwelt hier, ist ja die Wasserwelt. Alles, Richtig? was uns außen begegnet. Wem sagst du das? Genau. Und da besteht die Möglichkeit, dass wir bitteres Wasser trinken, das wäre die böse 4. Oder dass wir süßes Wasser trinken, das ist die gute 4. Na, So. dann entscheide ich mich für das süße Wasser. Gut, okay. So viel zum Thema. Ja, es war ein wunderschönes Wochenende mit vielen interessanten Vorträgen und Ja. ja, ich habe auch wirklich absolut tolle Rückmeldungen bekommen und Also nochmal alles. mein persönlicher Gedanke, wenn andere anders denken, gerne. Für mich war wirklich darüber schwebend, Mitwertung darüber schwebend, die Beziehungsgestaltung unter den Teilnehmern. Das war für mich, wir hatten ja auch neue und die wurden sofort mit ins Heim genommen, mit Ja. nach Hause genommen. Ja. Und das fand ich aus meiner Sicht ganz persönlich das darüber Schwebende. Ja. Dieses Offene, ja, dieses du Genau. kannst, du darfst, was immer du Genau. willst. Ja, das Das ist ist dann genau für das. mich ein Vier. Genau. Ja. Ja, Bernhard, bei dir gibt es auch Neuigkeiten. Du hast ein 4,5 Jahre dauerndes Projekt Ja, fertiggestellt. Ja. genau. Ein aktuelles Nochmal. Buch. Magst du Ja. vielleicht kurz was zu diesem Buch erzählen? Um was geht's da? Das ist Verschlusssache Bibel. Das ist das, was wir in W14 in dem Bibelkurs durchgearbeitet haben und durcharbeiten. Ja. Dort ist Zeile für Zeile, Wort für Wort, Zahl für Zahl erklärt, was die einzelnen Verse in dem Teil der Bibel bedeuten, den wir durchgearbeitet haben. Und der Teil bezieht sich ja immer auf die Grundstruktur von Welt und Grundstruktur von Mensch. Ja. Genau, und das ist der ganze Text dann, erstmal der Bibeltext und dann kommt Wort für Wort, Zahl für Zahl, was es im Ursprünglichen bedeutet. Und dann unten folgt dann immer der übersetzte Satz. Und bitte auch hier wieder, ob wir jetzt die Schöpfungsgeschichte nehmen, äußere Welt, haben wir die 1,4. Wenn wir die Geschichte dann im Paradies nehmen, Adam und Eva, 1,4. Wo Adam ja die 1 ist, Eva ist die 4. Wenn wir runtergehen zu Kain und Abel, Abel hat die Aufgabe, die 1 zu schützen und Kain will immer tiefer in die 4 bis hinein in die böse 4. Dann haben wir Lamech in uns. Alle Eigenschaften, bitte, sind in uns, gell? Alle. Das ist ein Abbild, was in uns für Eigenschaften, Begabungen und Fähigkeiten sind. Und Lamech hat in uns die Aufgabe, er wird übersetzt mit der Streitbare, der was zu entgegensetzende. Das heißt, dass in uns die Eigenschaft wohnt, dass wir was haben, der bösen Vier was entgegenzusetzen. So, und dann, wenn wir weiterziehen, Lamech ist ja auch der Papa von Noah. Die Geschichte Noah, bitte, ist, hier geht es nicht um ein Schiff oder um die Arche und, und.
sondern es heißt ja wörtlich übersetzt das Wortwissen. So, und wer ins Wortwissen geht, kann in der Wasserwelt nicht untergehen. Wer in die 1-4-Verbindung geht, kann in der Wasserwelt nicht untergehen. Alle anderen gehen unter, symbolisch, wenn wir hineindenken, wie viele Menschen eine Erkrankung haben, weil sie diese 1-4-Verbindung gebrochen haben. Und dann gehen sie auch wieder nur zur Schulmedizin, die wieder nur denen die 4 herrichten möchten, aber keine 1-4-Verbindung möchten. Ja. Ja, und Ja, dann, das ist ja ja, warte mal, immer dann was, ist kommen wir noch schon. hinunter zu Abraham. Dort wird dann nochmal sehr mit Wertung eindrucksvoll erklärt, dass der Mensch und Abraham bedeutet dann die 1-4-Verbindung, dieser Weg erklärt. Und dann kommt mein Freund Mose mit seinem Bruder und dort wird dann aus Ägypten heraus in die Wüste zum Wüstenwanderer, zum Einsiedler, zum Mönch. Das heißt, wir sind gerade bei der neunten Tarotkarte übrigens. Ja. Und dort dann in der Wüste mit einer Kapuze ausgestattet, denn er soll weder links noch rechts schauen, sondern nur gerade und nicht mehr zurück, was wir vielen Menschen in dieser Zeit auch empfehlen sollten, gell? Ja. Dass sie nicht mehr zurücksehen, sondern das, was vor ihnen liegt, jetzt als Nahrung, als Wasser aufnehmen, um das Wort wieder aufzugreifen. Ja. Ja, das sind Themen, die begleiten uns schon, also gerade speziell uns beide schon sehr, sehr lange. Wir haben von Anfang an über 1-4-Verbindung, Mystik und all das, was das Ganze miteinander zu tun hat, referiert, auch gesprochen, Interviews geführt. Und ich möchte sagen, dass an der ja, Magie dieses Themas nach wie vor alles da ist. Ja, also es ist immer wieder erstaunlich, wie du bestimmte Verhältnisse durch die Zahlen allein ja, kristallisieren kannst. Ja. Ich habe das gerade auf der Volition auch in meinem Vortrag anhand des Wassers gehabt. Ja. Das Verhältnis der Wasserstoff- und des Sauerstoffatoms 1 zu 4 ist oder auch der Winkel des Dipols 104 Grad hat. Das sind alles solche Sachen, wo man dann feststellt, dass das praktisch nicht mehr von der Hand zu weisen ist, dass genau diese Information, ich möchte es mal so sagen, ja, ist mal ganz nüchtern betrachtet, ja, ich denke mal, ein zentrales Element der gesamten Weltbildung und auch des Menschseins mitbringt. Ja, ich glaube, das ist nicht untertrieben, wenn ich das so sage. Michael, es liegt alles vor uns ausgebreitet da. Und da gab es die böse Vier, die wollte, dass wir es nicht mehr sehen. Ja. Ich erlebe es wirklich als unseren W14 Auftrag, dass wir diese ursprüngliche Welt, die ja da ist, nur ein bisschen ja, verschüttet worden ist, dass wir sozusagen die sind, die jetzt mit dem Besen es wegkehren, damit das andere, das immer da war und immer da sein wird, wieder freigelegt ist. Ja. Ja, und das ist das, was dann Rückkehr oder auch Umkehr letztendlich bedeutet, das einzuleiten, das einzuläuten, ja, und in der Ursprünglichkeit eben auch das zu empfangen, was ursprünglich da war. Und da gehören so Wörter wie Glück, Zufriedenheit und alles mit dazu, weil alles andere kannst du ja durchaus als verwässert betrachten, denke ich. Ja, verwässert, wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir haben ja auch die Worte dazu. Ja. Ja. Die Worte, die uns so viel erzählen, wie Zahlen uns erzählen, deswegen das Wort Zahl ja erzählen. Ja. Und der Bauplan, der seit Anbeginn der Welten, ganz bewusst jetzt Welten, Ja. vorhanden ist, hier außen seine Auskristallisierung eben hat, mit Materie verbunden. Ja. Und so haben wir ja unsere Zahl 14. Wir haben die 1. 1 wäre ja das Göttliche, die Seele, der göttliche Funke, wie immer wir es bezeichnen, wenn wir ein bisschen hineindenken in den biblischen Gedanken. Dann haben wir die 4, dieses Prinzip 4, dass es irgendwann später dort noch nicht zu dem Zeitpunkt Materie geben wird. Oben, ganz oben, als Bauplan von Welt und Mensch. Und dann haben wir die Zahl 40, dass es materialisiert werden wird. Und deswegen finden wir ja in der Bibel auch Mose, der
40 Tage am Berg Sinai war, wo Berg bitte höchstes Bewusstsein heißt. Gell? Das ist Ja. Geschichte von Mose, sein Einweihungsweg. Und auf dem Weg in der Wüste durchwandert er bestimmte Einweihungsmomente, bis er dann auf den Berg hoch kann. Und sein Bruder Aaron ist ja in uns der, der die Aufgabe hat, es umzusetzen, das in die Welt zu bringen, in die Realität zu bringen. Mose selber ist nur, in Anführungsstrichen, der befindet sich gar nicht im Wasser. Deswegen wurde er ja schon von seiner Schwester Miriam, wo das M auch schon wieder am Schluss ist, gell? Nur mal so nebenbei, M ist die Wasserwelt, ja, ins Wasser gelegt, in den Bach gelegt, wie immer man es jetzt symbolisch einkleiden, was ja schon dort symbolisiert, er kommt mit dem Wissen für diese 40. Und diese 40, dieses Wissen muss in der 40 gelebt werden. Und durch die Wüstenwanderung raus aus Ägypten, raus aus der nur 4, in unserem Fall dann auch noch erschwerende böse 4, die zur Stunde existiert, und dort heraus in die Wüste, und biblisch gesehen schreien ja die Ägypter denen noch nach, kommt wieder zurück, erleben wir zur Stunde auch, dass welche immer wieder, die schon sich ein bisschen aus der Wüste, in die Wüste begeben hat, dass die Nachbarn, die Freunde, Bekannte haben, was willst denn du in der Wüste, komm wieder zurück. Genau. Ja, wobei Wüste, ja, was ist das symbolisch gesehen? Ich meine, da kann man jetzt auch viel reininterpretieren. Die meisten assoziieren natürlich mit dem Wort Wüste etwas sehr, 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 ich sag mal, Extremes, ja. Ich möchte es mal so sagen, klimatisch betrachtet, ja. Du hast 40 Grad, 40 Grad am Tag und 20, minus 20 Grad nachts, ja. Also ist jetzt nicht der Lebensraum, wo man sagt, dort ist alles da, aber genau das ist es, wo es letztendlich darum geht, dass du wirklich in deiner Ursprünglichkeit dich dort wiederfindest und nichts da ist, was in irgendeiner Form dich davon ablenkt, kann man das so sagen? Ja, wir haben ja die Situation, dass in Ägypten viele Rummelplätze sind. Und im Rummelplatz, behaupte ich jetzt mal, Behauptung ist zwar falsch, wird ein Mensch am Rummelplatz, wo hier was quietscht und hier sich was dreht und hier was lautet ist, wird sich der Mensch nicht besinnen zu sich selber. So, und die Herausforderung ist, dass unser Ägypten zur Stunde ja sehr viel die Fliegenschwärme der Geiranken produzieren möchte. Ja. Und die Aufgabe ist für den Menschen dann, aus diesem Rummelplatz herauszugehen, in die, auch wieder gefährliches Wort, in die Einsamkeit, weil auch die 9. Tarotkarte wird manchmal als der Einsame genannt, in die Einsamkeit, in die Ruhe, in die Stille zu kommen, damit er nicht mehr in diesen Fliegenschwärmen der Gedanken auf dem Rummelplatz unterwegs ist. Mhm. Ja. Und für manche ist es einfacher, dort hineinzugehen in die Wüste. Manche, die sich schon an das Rummelplatz, an den Rummelplatzlärm gewöhnt haben, die vermissen es dann am Anfang, wenn sie in der Wüste sind. Ja. Und das ist dort auch mit Wertung, Michael, für manche ein riesen Lernprozess. Diese Stille, diese Ruhe, diese Einsamkeit in der Wüste zu ertragen am Anfang. Das wird dann schon besser, nur am Anfang ist es halt für viele Menschen, wenn die Gedanken noch herumhüpfen und sie nicht mehr gefördert werden von außen, dann fehlt am Anfang diesen Fliegen etwas. Und das ist dann die Herausforderung mit der Wüste, diese Ruhe mitzubringen, weil wir haben ja auch noch, haben wir auch schon mal drüber geredet, Michael, die Situation, dass wenn einer nur sich in der Verzweiflung, in der 2 aufhält, er muss geschlechtslos werden. Ja, ja, so ist die Überlieferung. Es ist geschlechtslos, dass er nicht mehr in der Polarität herumgetrieben wird. Bin ich dafür oder dagegen? Mag ich das? Mag ich jenes? Und da haben wir noch was, bist dafür, bist dagegen. Und hier hätten wir noch was, bist dafür, dagegen.
Und so lang gibt er seine Lebenszeitenergie in diese Verzweiflung. Ja. Das meint, und er muss in diesen geschlechtslosen Zustand, ja, wo, wenn wir die dritte Tarotkarte nehmen würden, diesen Zustand eben schon sehr früh als dritte Karte übrigens beschreibt. Das ist Herrscherin, oder? Genau, die Geschlechtslosigkeit. Ja. Genau. Bitte nicht hier das Weibliche jetzt Dominanz geben, sondern den Gedanken eben, dass der Mensch eben diese Ruhe findet und dadurch diese innere Kraft findet, die 1-4-Verbindung herzustellen. Ja. Ja, und es geht um nichts anderes auf diesem Planeten, auch wenn es gerne anders hören möchten im Sinne, da wäre noch ein Angebot, da wäre noch ein Angebot, da wäre noch ein Angebot. Es geht um nichts anderes, denn spätestens im Augenblick des Todes, haben wir auch schon mal durchgearbeitet, wird nicht gefragt, ob du noch dort warst, dort warst, dort warst, sondern was hast du für die eine 1-4-Anbindung getan? Genau. Ja. Ja, was ist von dir, für dich Genau. erschaffen worden? Also in irgendeiner Form, ja? Oder wie hast du dein Dasein verstanden? Genau. Vielleicht mal so sagen. Das sind immer wieder spannende Fragen und ich darf sagen, dass ich das, wenn ich mal eine Rückschau wagen darf, ja, dann macht das was mit einem. Das heißt also auch, wenn du dich in diese Thematik hineinarbeitest oder wenn du dich in diese Idee, möchte ich mal so sagen, hineindenkst, ja, dann kommst du gar nicht umhin, dass du dieses Prinzip irgendwie auch an dir entdeckst. Und das sind genau diese Auskristallisationen, die eigentlich jeder Mensch im Prinzip mit sich bringt, alleine dadurch, dass er ja schon da ist. Ja. Ob du jetzt die Hand anguckst, ja, mit vier Fingern und einem Daumen oder die Gliedmaßen, vier Gliedmaßen, einen Kopf, dann stellst du fest, dass genau dieses 1-4-Prinzip in ganz, ganz vielen Elementen, ja, des menschlichen Daseins schon vorhanden sind. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Atmen hat was mit der 1-4-Verbindung zu tun. Das Herzschlagen hat was mit der 1-4-Verbindung zu tun. Genau. Das sind alles so Punkte, die... Atmung. Ja. Ja. Ja, das sind alles so Punkte, die... in dieser Wertigkeit, sage ich mal, überhaupt nicht transportiert wurden. Das heißt, solche Informationen bekommst du ja nicht an jeder Ecke oder in der Bildzeitung. Das ist genau das, wo es darum geht. Ja? Und weißt du, ich habe mir oft schon vorgestellt, wie wäre die Welt denn, wenn das, was wir hier so bequatschen, mal als Schlagzeile in einer großen Boulevardzeitung stehen würde. Ja. Andererseits muss man sich klar machen, dass das auch etwas ist, was jeder mit sich selbst ein Stück weit auch vereinbaren oder auch ausmachen muss. Und da kann dir von außen eigentlich relativ wenig geholfen werden, weil wir ja auch wissen, dass diese Einweihungswege nur bis zu einem bestimmten Grad begleitet werden dürfen. Ab irgendeinem Punkt, und der ist relativ früh, ist es praktisch untersagt, da noch weiter einzuwirken. Ja, und ist auch wieder spannend, wenn wir über das nachdenken. Dein Buch beschäftigt sich auch damit, nehme ich an. Na, jetzt ausschließlich um die Übersetzung dieser Teile, die Grundstruktur Welt und Mensch sind. Ja. Mir kommt hier nochmal für mich, das ist jetzt mein Erlebnis gewesen und vielleicht finden sich andere auch noch, wenn man beginnt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, urhebräische Thematik, dann kommt am ersten Moment, was wollen die von mir? Im zweiten Moment kommt dann, das kann doch nicht wahr sein. Diese Klickmomente, kennst du die auch? Ja, klar kenne ich die. Und wie? Ja. Ich habe die teilweise im Akkord. Genau, diese Klickmomente, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Was haben die uns außen erzählt? Erzählen es immer noch. Und was gibt es da noch für eine andere Seite, anderes Hineindenken, Hineinsehen, Hineinfühlen, Hören, Riechen und Schmecken? Weil wir haben alle fünf Sinne, ja. Und dann beginnt eine Freudenzeit. Das ist richtig. Genau, das im Außen auch wahrzunehmen. Auch das ist richtig. Okay. Weil zwangsläufig, und das ist das Schöne an dieser Ursprünglichkeit, wenn du es tatsächlich schaffst, ja, in eine Ursprünglichkeit einzutauchen, das, was ich jetzt für mich erfahren habe, dann entwickelt sich dort ein Moment eines, wenn man kein Wort hat, ist das kein schlechtes Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass etwas Mystisches versucht, sich auszudrücken. Ja.
ein Moment der Glückseligkeit. Ich möchte es mal so nehmen, ja. Dass einfach dieses Dasein an sich, ja, schon mal nicht als Fehler oder als überflüssig, jetzt im anderen Sinne, verstanden wird, ja, sondern dass es so verstanden wird, dass diese Einzigartigkeit einen ganz bestimmten Sinn hat. Und dass es absolut in Ordnung ist, dass man in einer Form existiert, die auf diesem Planeten ihren Ausdruck findet. Genau, Und ich glaube, genau. daran krankt es ja schon bei ganz, ganz vielen Prozessen da draußen. Wenn du siehst, wie Staat, wie Politik, wie von oben herunter kommuniziert wird, dann ist dort immer ein Ausschluss deiner Individualität, deiner Genau. Einzigartigkeit mit drin. Es ist Ja, immer der eigentlich. Anspruch einer Normierung drin, es ist immer der Anspruch einer Gleichschaltung drin. Und weißt du, wenn man das dann so aus der Warte mal betrachtet, dann mal feststellt, was alles weggelassen wird, ja, Ja. um dem Menschen oder was ganz bewusst nicht kommuniziert wird, um dem Genau. Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, in diesen Weg einzutreten, ja, dann macht man sich über diesen Weg schon Gedanken, wer und warum diese Energien da befeuert und aufrechterhält. Ja, gut, ein Hineindenken, die müssen das so machen, weil das ist eine bestimmte Menschen sind es ja keine, es sind Schedims, die nur einen Auftrag haben, finden wir auch bei Weinrieb übrigens, Ja. einen Auftrag haben, nämlich den Menschen möglichst, bestmöglichst wegzuführen von der 1-4-Verbindung. Und hin in die böse 4. Das ist denen ihr Auftrag. Und unser Auftrag ist es ja, jeder einzelne von uns Auftrag, dass wir das erkennen können und dass wir eben beginnen, diesen 1-4-Weg zu gehen. Und Wofür was. soll denn auch der Baum der Erkenntnis sonst da gewesen sein? Genau. Ja, der ja die 1-4 ist. Und weil du gerade mit dem Wort Glückseligkeit oder Seligkeit benutzt hast, wenn wir dann an diesen Zustand kommen, das Außen wahrzunehmen, dann wird es in den Überlieferungen nicht mehr als Gefühl beschrieben, sondern als Zustand beschrieben. Es ist, glaube ich, das Richtige. Ja, Ja, es ist ein verstehen? Zustand. Ja. Wo auch bitte, weil da auch viel durcheinander außen ist. Ich habe auch, bis ich das verstanden hatte, einige Jahre gebraucht mit dem Wort Sein. Es gibt Seinszustände. Momentan sind wir beide im Seinszustand 1-4-Denken. 5 Minuten später, wenn wir dann fertig sind, vielleicht sind wir im Seinszustand Essen oder Wasser trinken. Dann gehen wir aus dem Haus, dann sind wir aus dem Haus Seinszustand. Die Herausforderung, und dann gibt es einen Seinszustand, wenn wir verstorben sind und im Wartezimmer sind, ist auch ein Seinszustand. Ja. Das Wort Sein bitte dorthin gerückt wird, wo es auch in Wirklichkeit aus dem Wort Sein heraus ihre Ursprünglichkeit besitzt. Und es gibt ein Sein, das ist auch im, wird nicht in der Bibel erwähnt, weil die erste Schöpfungsgeschichte ist nicht in die Bibel, es beginnt mit der zweiten Schöpfungsgeschichte, was ich auch in meinem Buch drin habe. Und dort wird Sein, Leben, Licht aus dem Ursprung heraus befördert. Und das ist ein Einheitsseinszustand. Und wir haben hier unten polare Seinszustände, die ein bisschen abgeschwächt werden können, wenn ich die 3, die Geschlechtslosigkeit mit einbaue. Also wenn wir das Wort Sein mal wirklich zum Sein erklären. Also es gibt einen spannenden Zusammenhang zwischen Sein und Sein, ja, weil ein Seinszustand, also ich möchte da ganz kurz rein, Ja. weil aus irgendeinem Grund habe ich mich mit dem Wort Sein tatsächlich beschäftigt, weil mir etwas vor die Augen kam, was einer Recherche bedürft, wie sagt man das jetzt? Genau. Es bedurfte einer Recherche, genau. Und da tauchte das Sein plötzlich auf. Und wir haben das Sein in zwei Ausführungen. Wir haben das Sein als Verb und wir haben das Sein tatsächlich als Hauptwort. Ja. Und es kommt jetzt darauf an, wie der Seinszustand zu sehen ist. Ja, weil das Sein als Hauptwort ist tatsächlich ein anderes Wort für Existenz. Ja. Und das Sein als Verb wiederum ist ein anderes Wort für Existieren. Jetzt sind aber diese beiden Zustände völlig voneinander verschieden, weil der Ausdruck Existenz bezieht sich immer auf etwas Materielles und Greifbares.
Das heißt, wenn du sagst, ich bin existent, ja, dann lässt du ganz bewusst oder auch unbewusst einen Teil des Seins weg. Ja. Weil das Wort Sein im Verbzustand, ja, bezieht sich dann letztendlich nicht auf die Existenz, obwohl das Existieren das Gleiche bedeutet. Deswegen können wir diese Unterscheidung schwer treffen, weil die Wörter so ähnlich sind. Aber das Wort Sein als Verb bezieht sich tatsächlich auf die Essenz. Ja. Und Essenz und Existenz sind genau diese zwei Zustände, die in einem Menschen ihren Ausdruck finden, weil er hat ja seine Existenz in Form eines Körpers, Die vier. die vier, und er hat die Essenz in Form des Fließens. Der Und das, Eins. was fließt, ist jetzt nicht nur der Blutkreislauf oder das Ein-Ausatmen. Das Essentielle ist immer das, was dann am Schluss tatsächlich mit dem Wort Wesen ausgedrückt werden kann. Und Wesen drückt aus, dass alles in dir drin ein Seinszustand im Sinne eines Flusses ist, also als Verb. Da gehören deine Gedanken dazu, deine Gefühle, all das, was in dir selbst einen Ausdruck findet. Ja, Ja. ich bringe immer den schönen Vergleich, wenn du deinen Kumpel besuchst, dann lässt du ja deine ganzen Erfahrungen nicht immer in der Ecke stehen und sagst, die hole ich Ja. nachher wieder ab, ja, ich zurückfahre. Du hast das immer alles dabei. Das ist immer alles in dir drin. Und all das macht dich ja zu dem, was du bist. Deine ganze Erfahrung, alles, was du mitbringst, drückt sich ja in einem Jetzt aus. Und das Sein ist immer das Jetzt, weil du, wie du es gesagt hast, immer den Zustand dann wechselst. Dann wechselt logischerweise auch dein Wesenszustand. Weil wenn du im Essen bist, bist du nicht im Interview. Das ist dann etwas völlig anderes. Also wird sich Genau. dein Wesen, dein Sein mit etwas, dein Fließen mit anderen Dingen beschäftigen. Mir kommt gerade noch der Gedanke mit im Exil. Wir leben ja im Exil, wir sind nicht zu Hause. Und Exodus heißt Auszug. Also wir finden hier immer irgendwas, was außen ist. Ja, und wenn wir, mir kommt jetzt gerade das Wort Exoterik, das ich ja gerne bin, ist ja auch das nach außen gegebene, das nach außen gelegte. Und das ist immer die vier. Und dann gibt es eben noch einen Zustand, der vom Zahlenwert her als eins bezeichnet wird, und das ist auch die Essenz. Ja. Ja. Und ich glaube, weißt du, also wenn ich das jetzt aus meiner Warte mal so, es ist ein Entwicklungsprozess. Also das ist etwas, das muss sich im Kopf manifestieren und dann wird sich das immer weiter auch ausbreiten. Und je mehr du bei deiner Eins bist, je mehr du merkst, dass dieses Wesen, das Fließen in dir, ja, eine Wertigkeit hat. Wir beide haben uns jetzt gerade vorher noch unterhalten. Ich habe dir diese kleine Anekdote aus diesem wunderschönen Örtchen, wo ich war, da erzählt. Je mehr du in diese Eins gehst, ja, merkst du dann letztendlich auch, dass auch dort auf dieser Ebene tatsächlich eine, ich möchte es mal so sagen, eine Verführung oder eine andere Macht vorhanden ist, die dich tatsächlich auch dort erreichen kann. Und auch da gilt es natürlich, diese Eins letztendlich, denke ich, ein Stück weit zu schützen. Ja, wenn wir die urhebräischen Zeichen nehmen, Buchstaben, dann ist ja die 10 die Hand von oben und die 11 die Hand von unten. Und die Ja. müssen zusammenkommen, wenn wir die beiden jetzt mal nehmen. Und so wartet ja auch eine Hand oben auf uns, dass wir die Hand nach oben reichen, symbolisch gemeint. Und wenn das dann stattfindet, dann geschehen eben Prozesse, die für den, der nur in der bösen Vier spazieren geht, niemals vorhanden sein werden. Ja. Es ist eine Unmöglichkeit, es dann zu erkennen. Genau, und zu erleben. Weil hier sind wir auch wieder im Erlebens-, erst Erkennzustand und dann Erlebenszustand. Allerdings, da haben wir einen Vorteil, manchmal braucht es kein Erkennen und es ist erst das Erleben und daraus entsteht das Kennen. Ich Weil war jetzt jetzt, ja. nicht mehr die Ratio die Dominante ist, sondern das andere. Da wären wir jetzt schon beim Wort Zufall oder Einfall oder Reinfall. Oder Ausfall. Genau. Ja. Was mir noch so ein Stück weit aufgefallen ist, ich meine, jetzt immer mal in der Ursprünglichkeit betrachten, aber ich hatte jetzt letztens erstmal eine Begegnung, das ist
für mich auch eine sehr interessante Geschichte gewesen, indem ich dann einfach mal auch mit dem Thema der Todsünden wieder konfrontiert wurde. Ja? Und gut, es gibt Dantes göttliche Komödie und alles, was es dazu gibt, ja, wurde auch Hollywood-technisch in vielen Bereichen ausgearbeitet, ja. Aber auch da ist etwas drin, wo ich denke, das ist so dermaßen schon verwässert, ja, ich möchte es mal so sagen, dass die Ursprünglichkeit nicht richtig rauskommt. Jetzt hast du noch eine Möglichkeit zu sagen, du guckst dir mal einfach dieses Wort an und oder was eine Todsünde beschreibt. Und das bezieht sich allein durch die Tatsache, dass es Substantive sind, immer auf die Existenz. Das heißt also immer auf das, was im Prinzip mit der dir gegebenen Materie angestellt wird durch deine Eins, weil die Eins ist die treibende Kraft. Auf was richtet sich die Eins aus? Und unter dem Aspekt, ja, bekommt das für mich auch eine völlig neue Wertung, ganz einfach deswegen, weil es darum geht, was du mit deinem Wesen bestimmst, was mit der Körperlichkeit im Außen dann gemacht wird. Ja? Und das ist dann immer, also wenn du dir das anguckst, dann stellst du fest, dass das wirklich in diesem 1-4-Prinzip drin steckt. Das sind ja auch sieben Todsünden, ja, die da mit. Und all das immer in der Auskristallisation sich zeigt, im Aufbau oder in der Gestaltung von Materie. Und da finde ich das wirklich sehr, sehr spannend, dass dieser Zusammenhang dort mit zutage tritt. Erstmal das Wort Sünde bedeutet ja abgesondert sein. Wenn wir das nehmen, abgesondert sein von der 1-4-Verbindung. Trennung. Das ist Sünde. So, wenn, und bitte nicht, wenn die Oma am Sonntag nicht in die Kirche ist, dass es dann Sünde wäre. Also bitte, hier muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Ja. Dann haben wir das Wort Tod und da haben wir jetzt aus zwei verschiedenen Traditionen heraus. Einmal ist der Baum der Erkenntnis, ja, der Todesbaum. Und deswegen wird häufig gesagt, diese Welt, wo wir sind, ist die Welt des Todes. Hier wird gestorben. Hier müssen wir irgendwann raus, damit wir wieder ins Leben kommen. Deswegen ist ja jedes Sterben in Wirklichkeit ins Leben gehen. Wenn ich mit Menschen spreche und die sagen, er ist gestorben, dann sage ich, bitte tun uns mal einen Gefallen. Ihr Mann, Frau ist ins Leben gegangen aus der Todeswelt. Wenn wir diesen Begriff mal aufbauen. Und dann hätten wir noch die 13. Tarotkarte, wo der Tod drauf ist. Hier ist gemeint, zu Lebzeiten einen Tod durchzuführen. Nämlich den Wechsel. Tod meint Transformation. Nämlich von der nur 4 hinübergehen in die gute 4 und dann die 1-4-Verbindung. Das würde jetzt in den ja, in bestimmten Traditionen würde, ist es ein ganz eigener Einweihungsschritt, diese Transformation durchzuführen, gell? Ja. Ja, und wird rituell auch manchmal mit Särge symbolisiert, dass sich der Mensch symbolisch in den Sarg legt, der Sarg zugemacht wird und jetzt ist er gestorben, das Alte ist gestorben, die böse Vieh ist gestorben. Und dann kommt er raus und geht ins Leben in die 1-4-Verbindung, wenn wir mal in bestimmte Mysterien, Traditionen hineindenken. So, Michael, dann lass uns weiter süßes Wasser trinken. Machen wir. 1-4-Verbindung. Jawohl. Und wir Muss hören man denken. nur den, Gute die, Informationen reingeben. ja, die, die uns die Tage. Ja, uns ansehen, hineinsehen, denen wünschen wir bitte, dass wenn bitteres Wasser dort steht, es stehen lassen und das süße Wasser trinken, trinken, trinken. Bernhard, es war mir wie immer eine Ehre. War jetzt eine Michael, kurze Nummer, die danke. wir gemacht haben, aber die hat es schon wieder verdammt in sich. Ja. Ich freue mich auf weitere Gespräche Ich und auch. die weitere Liebe Zusammenarbeit. Grüße Ja? und bis die Tage. Bis die Tage, Bernhard. Ich danke dir. Ciao, ciao, ciao.